Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Hüter des Himmels. Wie ihr sehen könnt, ich befinde mich nicht mehr da, wo ich letztes Mal aufgehört habe, ist aber trotzdem noch derselbe Dungeon. Es kam nämlich zu einer kleinen Cutscene, wirklich zu einer ganz kleinen Cutscene, und zwar, ich wollte halt eigentlich rausgehen und trainieren, ne? Also ihr seht, mein Team ist genauso angeschlagen wie das letzte Mal. Ich wollte eigentlich halt losgehen, um halt ein bisschen zu trainieren, ja, ich wollte halt ein bisschen offscreen trainieren, jedoch bin ich halt kurzerhand aus diesem Schloss da oben rausgelatscht und dann kam es zu einer kleinen Cutscene, in der ich hier runtergefallen bin. Da war nämlich so ein kleines schwarzes Loch, was mich hier zu diesem, ja, Gebiet hingezogen hat, und wenn ich jetzt da nach oben gehe, gibt es noch einen weiteren Corvus-Kampf, aber das werde ich ja noch nicht machen. Heute kümmern wir uns nämlich erstmal um, ich weiß gar nicht um was, ich weiß gar nicht, was ich heute machen soll. Das Problem, oh cool, guck mal, ich habe schon mal, erstmal ein Achievement, ja, erstmal ein Achievement, das ist doch auch nicht schlecht, oder so eine, doch eine Auszeichnung nennen sie es ja hier, also ein Achievement halt, und mal schauen was. Du bist ja ein treuer Kirchgänger geworden, betest du jetzt, dass du kein 11. Mal ausradiert wird? Ha, boah, bist du lustig, Stella, boah, bist du lustig. Ach so, okay, für seine 10. Todeserfahrung, ich hatte also nur 10 Tode insgesamt. Also ich würde mal sagen, das ist eine ganz in Ordnung, das ist eine Quote, die ganz in Ordnung ist, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Bei 811 gewonnenen Kämpfen. Wir haben nämlich hier so ein paar Missionen. Und zwar 5 W-Wölfe mit einem Kriegsschranzegefecht setzen. Ja. Stinkurius. Mhm, ja, Stinkurius. Meer nördlich vom Wasserbar. Ich weiß immer noch nicht, wo es die da gibt. Vor allem, da steht ja im Meer nördlich vom Wasserbar. Aber da habe ich halt bisher noch nie einen Stinkurio gesehen. Egal, Federn für den Fan, Feuerchimären. Feuerchimären können wir ruhig besiegen, ne? Ich finde, Feuerchimären können wir ganz gut besiegen, würde ich sagen, oder? Oder? Doch, doch, ich versuch's mal mit Feuerchimären. Da muss ich aber nur mal eben ganz kurz schauen, wo es diese Feuerchimären gibt. Dazu. Ah, ne, brauche ich ja gar nicht googeln. Hier, ich kann ja einfach besiegte Monster. Die habe ich hundertprozentig schon besiegt, oder? Feuerchimären. Hier habe ich sogar welche vergessen. Das ist natürlich auch nicht schön. Feuerchimären, jetzt muss ich sie suchen. Wobei, ich kann auch nach Familie machen, das sind hundertprozentig Vögel. Feuerchimären, da haben wir sie doch direkt. Gipfel der Einsamkeit und bei der Wenigsnur-Wüste. Ich würde sagen, ich gehe zur Wenigsnur-Wüste, weil Gipfel der Einsamkeit ist ja, wie es da auch schon steht, Gipfel. Wobei, ich stand da gerade. Federn für den Fan. Dass du ihm 3 Feuerchimären-Federn bringst. Und hier steht. Besiegt also bei Feuerchimären. Ist mir was gerade aufgefallen. Und zwar bei denen steht, dass es nur einen Beutegegenstand gibt. Oder liegt das daran, dass ich von denen nichts anderes schon gekriegt habe? Egal, ich gehe einfach mal zu diesen Feuerchimären. Es müssen, also ganz ehrlich, Feuerchimären müssen eigentlich Feuerchimärenflügel haben. Sonst heißt es ja nicht Feuerchimärenflügel, ne? Macht ja schon Sinn. Von daher, was mache ich mir da Sorgen? Also begeben wir uns mal dahin, würde ich sagen. Denn ihr wisst ja schon vielleicht, oder solltet ihr jetzt momentan ja schon wissen, wir sind gerade kurz davor, den Endboss zu besiegen. Nicht den allerletzten Boss von allen, ne, aber von der Hauptstory aus gesehen den Endboss. Das ist halt Corvus, / Corvus 2 muss man den ja nennen, weil wir haben ihn ja schon mal bekämpft. Und das wäre dann sozusagen der Endboss. Jetzt macht euch keine Sorgen, das Let's Play ist danach noch nicht beendet, ja, okay, vielleicht freuen sich jetzt auch, jetzt ärgern sich vielleicht auch ein paar, weil sie gehofft haben, dass das Let's Play vorbei ist. Nein, apropos, dieser Gedanke ist fies, ja. Scheiße, von wo kam ich, von hier oder? Ich gehe aber mal hier lang. Nein, ist es nicht, ja, danach werde ich halt nochmal gucken, dass ich ein paar Grotten mache, ein paar Dungeons nochmal erkunde und so weiter. Ich habe euch das ja schon mal erzählt gehabt, ja, in früheren Parts habe ich euch das ja schon mal erzählt gehabt, dass es danach noch nicht vorbei ist. Aber ich sag mal, das ist kurz davor, vorbeizugehen. Wobei ich jetzt Dragon Quest so lange wie möglich standhalten möchte, denn ich werde, nachdem Dragon Quest vorbei ist, keine 2 Videos am Tag in der Woche mehr hochladen. Das Problem ist, dass ich halt nach Dragon Quest Borderlands 2 geplant habe. Ich kann auch ein Projekt machen, das etwas kleiner ist, natürlich. Kann ich echt machen. Ich könnte Celeste spielen. Oder Super Meat Boy oder so könnte ich sogar spielen. Na, da muss ich mir noch was überlegen, glaube ich. Denn das Problem ist halt, Borderlands 2, wenn ich Videos dazu mache, die werden extrem groß. Ihr dürft halt nicht vergessen, die Videogröße kommt halt davon, in welcher Qualität man aufnimmt, wie viel FPS man aufnimmt und natürlich wie viel Bewegung im Video herrscht. So, und ihr müsst euch vorstellen, Borderlands 2 ist ja ein Shooter. Ist ja, okay, ist kein Ego-Shooter oder so, ist halt ein Action-Shooter nur, ne? Und
Dort kann man sich ja schon sehr gut vorstellen, das wird wahrscheinlich zu vielen Schlachten, Gefechten und so weiter kommen. Außerdem will ich das gerne in 60 FPS hochladen, weil es halt ein Shooter ist, ne? Und nicht sowas wie Dragon Quest hier, ja? Da brauchst du 60 FPS nicht unbedingt. Vor allem ist auch ein Nintendo-Game, ne? Dürft ihr auch nicht vergessen. Wo will ich jetzt? Genau. Und da ist es halt nicht allzu wichtig, in 60 FPS aufzunehmen. Und ich finde halt bei so einem Spiel wie, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen hier, wie Borderlands 2 ist es halt schon eigentlich ziemlich, ziemlich wichtig. Meiner Meinung nach zumindest. Ich muss ja ganz kurz was googeln. Und das muss ich gerade kopfüber machen. Frag nicht wieso, ich muss mein Tablet hier so wegen meinem Ladekabel hinstellen. Und Borderlands 2 möchte ich halt auch gerne in HD machen. Und das werden dann wahrscheinlich Videodateien haben, wenn ich schon sehe, dass Age of Empires, meine Age of Empires Videos, schon, also jetzt nicht die Age of Empires Videos, die ich 50 Minuten lang gemacht habe, sondern vielleicht die, die ich so 30 Minuten gemacht habe, wenn ich da schon sehe, dass die 400 Megabyte groß sind, ja, Age of Empires, dann will ich eigentlich auch gar nicht sehen, wie groß die Borderlands 2 Videos werden. Vor allem, Age of Empires mache ich ja nicht in 60 FPS, sondern auch nur in 30 FPS, wegen meiner momentanen Internetleitung. Und die sind schon so groß. Ich will gar nicht, also ehrlich, ich bin schon gespannt, wie groß die Dateien bei Borderlands 2 werden. Und deswegen möchte ich das bis Oktober eigentlich so ein bisschen verschieben. Ja, so ein Steffen würde sich da vielleicht gar nicht mal so rüber freuen, weil Steffen hat mir erzählt, boah geil, fängst du mit Borderlands 2 an, nice, da kann ich dir sogar Tipps geben und so weiter. Ich muss nur aufpassen, dass ich dich nicht spoiler. Ja, fand ich ziemlich nice von dem, also er wird auf jeden Fall reinschauen. Finde ich es natürlich aber auch schade, dass er zum Beispiel erst das später sehen kann. Es tut mir dann natürlich leid, aber ich glaube, ich werde da nochmal ein Infovideo zu machen. Ich muss sowieso am Donnerstag dieser Woche noch ein Infovideo hochladen, weil ich in Urlaub fahre, nicht fliege, fahre. Nämlich geht es von mich nach Italien, aber das Ganze, erkläre ich dann nochmal am Donnerstag in einem Infovideo, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also wir wollen zur, wenn ich es nur wüsste, oder wenn ich nur wüsste, wo lag die nochmal? Also hundertprozentig in einer Wüstenregion, was aber war es, oder? War das vor Wasaba? Würde mich mal interessieren. Ist das die, wenn ich es nur wüsste, vor Wasaba? Ja, tatsächlich, das ist gut. Dann schauen wir mal hier nach Feuerchimären. Suchen wir uns welche zusammen. Ich kann da ja nochmal eben ganz kurz links vorbeischotten. Da gibt es nämlich Strahlesteine. Ich weiß nicht, ob da welche neu gespawnt sind, weil ich habe schon lange nicht mehr per, wie nennt man das? Per Speichern im Spiel selber gespeichert, sondern nur über Save States. Ich speichere halt so gut wie nur über Save States, was oft mir in die Quere gekommen ist. Oder was heißt oft? Gar nicht mal allzu oft eigentlich. Ich glaube, bei Dragon Quest mir auf jeden Fall schon mal passiert, dass ich halt einen ganzen Part nochmal neu spielen musste oder von vorne spielen musste. Pokémon Mystery Dungeon ist mir schon zwei, dreimal passiert. Und bei Bloody Platin ist mir das, glaube ich, nur einmal oder so passiert. Das geht ja eigentlich noch. Hä? Einer lebt noch und dafür ein Gigaheap habe ich jetzt verschwendet. Na, das ist ja auch super. Ist ja echt super. Weil wir könnten auch zu Neubühltau, ne? Wir können auch zu Neubühltau. Weil in Neubühltau sind auch Feuerchimärenfedern, ne? Oder nicht? Oder nicht? Gipfel der Einsamkeit, ja klar. Ja, hey, guck mal. Hier sogar nochmal eine Kiste gefunden. Haben wir eigentlich von diesem Typen hier... Ach, hier war der Gipfel der Einsamkeit. War hier, haben wir den Typen eigentlich schon? Christoph Kollapsus, ja genau. Ja doch, haben wir schon. Ja gut, da haben wir schon mal die erste Grotte. Aber macht euch keine... Also, macht euch doch Sorgen. Wir werden jetzt auf gar keinen Fall in der Grotte reingehen. Die Grotten sind nämlich viel zu krass. Ja, dann könnt ihr mich jederzeit gerne besuchen. Ist krass, wie lange der jetzt hier schon liegt und sagt, ach, wenn ich wieder zu Kräften komme, können wir uns unten da wieder mal treffen. Ja, wie lange liegt's denn da jetzt schon, ey, Alter? Ich habe schon die halbe Welt gerettet. Wie viele Parts ist das eigentlich her, als das letzte Mal bei ihm war? Wie viele Parts ist das jetzt eigentlich her? Wenn das einer von euch weiß, würde mich das mal gerne, würde mich das mal wirklich brennend interessieren. So um die 20, kann das sein? So um die Part 20? Oh, eine Feuerchimäre. Um die Part 20 kann das sein? Boah, ich weiß gar nicht mehr, ne? Boah, das ist lange her. Also muss ja sehr lange her sein, ne? Der liegt da bestimmt schon in Ewigkeit. Boah, heilige Scheiße. Der Junge, der hält das da ganz schön lange aus.
Ich überlege vor allem gerade noch, wo können wir eigentlich mehrere Missionen herkriegen? Weil es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Missionen es insgesamt gibt, aber es gibt genug, kann ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt hundertprozentig mehr als 150 Missionen in dem Spiel. Hundertprozentig. Da kann ich sogar schon fast auf Baba G schwören. Weil, wenn man sich vor allem noch überlegt, so, es gibt ja noch diese ganzen, wenn dein Hammer-Skill auf 100 ist oder so, kannst du dies und das noch machen. Ne, was soll ich meinen? Es gibt ja noch diese, ja, dann, wie heißt, du hast jetzt hier deinen Kampfstab-Skill auf 50 und dann mach mal diese Mission für mich und dann kriegst du das und das. Wenn man die noch alle, glaube ich, mit dazu rechnet, dann hat man locker, glaube ich, auf über 150. Ich mal stark von aus. Aber ich habe ja auch gesagt, das ist kein 100% Run. Wenn ich 100% Run machen möchte, dann müsst ihr 200 Parts, so um die 200 Parts einrechnen, weil ich muss dann alle Grotten machen, alle Bosse, die es danach noch gibt, ja. Es gibt zum Beispiel ein Rematch mit Leviathan, zum Beispiel, ja, gibt es wirklich. Ich glaube, den können wir sogar machen, nachdem wir den Endboss besiegt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich erinnere mich, glaube ich, an irgendetwas. Ich glaube, das war, wenn wir den Endboss besiegt haben. Also Corvus halt. Ich glaube, dann können wir Rematches machen, auch gegen Leviathan. Die bekommt man dann halt von dieser. Boah, wie hieß sie nochmal? Die Stadt war Lapskausen. Das kleine Mädchen hier. Jona? Jona, ne? Jona hieß das Mädchen, glaube ich. Von der war das. Kriegen wir, glaube ich, diese Mission dann. Aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal den Endgegner besiegen. Es gibt vor allem sehr viele Missionen, die werden erst freigeschaltet, wenn man halt, ja, wenn man den Endboss besiegt hat. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir diese eine Mission hier machen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr so lange wie mit den Eisennägeln. Ey, die Folge mit den Eisennägeln, ey. Ich glaube, die geht auch in die Geschichte der besten Videos auf meinem Kanal ein. Ohne Witz, die Geschichte mit den Eisennägeln werde ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Das ist absolut geisteskrank gewesen, wie lange ich für scheiß Eisennägel gebraucht hatte. Und wie ich mich da am Ende gefreut habe, als diese Eisennägel endlich in meinem Beutel finden konnte. Oh mein Gott. Also ich hoffe, ihr wisst, über welche Episode ich spreche mit den Eisennägeln, denn das war eine Folge, Alter. Halleluja. Die hat echt Kultstatus auf meinem Kanal, glaube ich. Ich glaube, die muss ich irgendwo einbetten oder so. Man kann ja auf seinen Kanal, kann man ja so Custom Layer erstellen, wo du halt verschiedene Videos reinstopfen kannst. Und ich glaube, da muss ich einen Layer machen, so Signature-Videos auf dem Kanal oder so. Signature-Videos auf meinem Kanal. Das ist einfach. Was heißt eigentlich? Kennt ihr auch diesen Moment, wenn man einfach mal Englischbegriffe besser kennt als Deutsche? Was heißt Signature nochmal auf Deutsch? Signature, halt etwas, was deinem Charakter entspricht oder was halt signifikant für dich ist, so. Signature, fuck. Ja, fuck ist auch Englisch, das wüsste ich sogar zu übersetzen, aber ich übersetze es mal. Ich habe immer so diesen, mein Problem ist halt immer, ich kann halt, ich würde sagen, ich kann ziemlich gut Englisch, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie andere das sehen, auch meine Lehrer haben es bisher immer bestätigt. Ich habe bisher so gut wie immer eine 2 in Englisch auch gehabt. Eine 1 nie, ich komme so gut wie in keinem Fach auf eine 1. Das Problem ist einfach, irgendwie schaffe ich es nie. Da fehlt mir irgendwie was. Zum Beispiel, ja, Feuerchimärenfleder. Fleder vor allem, Feder. Wie viele mussten wir nochmal machen? 3 oder so, ne? Eieieiei, das kann ja noch lang dauern. Waren das jetzt 3? 3 Feuerchimärenfedern. Und ich glaube, ich habe nur eine einzige, oder? Ich glaube, ich habe mal. Ja, noch eine Feuerchimäre. Und meine Lehrer haben es bisher auch mal bestätigt. Ach genau, jetzt, ich weiß wieder, wo ich war. Ich kam halt nie zu einer 1, weil es entweder halt die Arbeiten waren, wo ich höchstens dann eine 2 hatte, weil ich kriege immer nur random irgendwie eine 1. Das ist, in Arbeiten ist total komisch. Bei mir ist es irgendwie so, bei mir ist es nicht so, wie krass ich gelernt habe, dass ich da eine 1 auf einmal kriege, sondern bei mir kommt es irgendwie immer so darauf an, dass es bei mir irgendwie zufällig, wenn ich in der Arbeit da meine 1 reingedatscht bekomme. Und so komme ich halt meistens dann auf Zeugnis, nicht auf eine 1. Sogar in Sport nicht, weil wir haben meistens immer eine Sportart, die mich immer runterzieht. Zum Beispiel das letzte Mal oder in diesem Jahr war es Turnen. In Turnen hatte ich nämlich eine 3-. Basketball 1-. Badminton 1-. Ja gut, dann hatte ich in, was haben wir noch gespielt gehabt? Handball oder Faustball hatte ich, glaube ich, eine 2 gehabt. Oder so. Und dann halt Touren, 3-, wo ich dann halt insgesamt erstmal fett auf eine 2 halt kam. Es war eine gute 2, aber trotzdem kam ich halt nicht wirklich, ach, guck mal, wieder Stimmbuch Marcel unterwegs, kam ich halt nicht wirklich auf meine 1 dann.
Auch in Sport verkacke ich das meistens, weil wir halt immer eine einzige Sportart haben, die ich nicht kann. Weißt du, und dann haben wir auch noch so gut wie jedes Jahr gefühlt Turnen. Oder leicht noch, wobei Leichtathletik geht eigentlich sogar noch. Ja, Leichtathletik geht eigentlich sogar noch. Bin ganz knapp vor Gold bei 100 Meter Sprint vorbei. Ganz knapp an Gold. Ich glaube, das waren 0,6 Sekunden, glaube ich. Ja, doch, 0,6 Sekunden. Für Kinder ab 16. Ich glaube, da lag die Zeit bei... Ja, doch, ich glaube, die lag bei genau 13 Sekunden. Und ich habe 13,6, glaube ich, gehabt. Gemeinsam mit Sebastian. Ja, das weiß ich noch sehr gut. Da bin ich ganz knapp an Gold vorbeigeschraubt. Aber gut, stört mich nicht. Ich habe ja Silber. Und wir haben ja auch kein Sportabzeichen in der Schule wirklich gemacht, sondern das war einfach eher so, ja, Leichtathletik halt, Schulsport. Ne? Schulsport ist natürlich immer was ganz anderes als richtiger Sport. Das merkt man ja vor allem bei Fußball, wenn man dann auf einmal in der Halle drin spielt und dann zum Beispiel ohne Abseits oder so spielt. Ey, das ist so geil, wenn man ohne Abseits in der Schule spielt. Das ist einfach so göttlich, weil bei meisten ist halt immer so, nein, Chimärenflügel brauche ich nicht. Bei meisten ist dann nämlich immer so, also nichts gegen die anderen Kinder natürlich, ne, aber für die keinen Fußball spielen, die haben dann auch nicht so wirklich das Gefühl dafür. Ich meine, gut, ich spiele selber Fußball auch nicht mehr in einem Verein, ich habe das mal gemacht und ich interessiere mich auch sehr für Fußball. Das Einzige, was ich halt immer mache, ist so Hobbykicken, ja, dann gehe ich auf den Platz mit ein paar Freunden und schieße ein paar Freistöße oder so, das ist eigentlich ziemlich cool immer. Oder Sebastian hat mir zum Beispiel... Ja, die zweite Feuerchimänenfeder. Sebastian hat mir zum Beispiel ein bisschen beigebracht, wie ich halt besser mit dem Spann schießen kann. Ja, das konnte ich nicht allzu gut. Das hat halt, ich hatte immer so, ich sag mal, vom Spannschuss immer relativ Angst gehabt, dass ich halt zu dem Boden wegschlur. Vor allem beim Vollspannschuss, den ich mittrainiert habe. Dass man halt so richtig in den Boden reinstampft und sich da irgendwie seinen Fuß bricht. davor hatte ich immer Schiss gehabt. Da habe ich das ein bisschen mit Sebastian gelernt und zum Beispiel. Und das machen wir halt immer gerne, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich finde es immer so lustig, wenn man ohne Abseits spielt, ja. Und die Verteidiger auf der, ja, auf der gegnerischen Seite halt nicht wirklich das Fußballverständnis haben und mich da ganz alleine stehen lassen. Am besten halte ich dann noch so einen Plausch mit dem Torhüter des Gegnerteams. Das ist immer so geil. Ein hoher Ball, ja. Ein hoher Ball über die Abwehr da, die nach vorne mit hingerückt ist, weil sie natürlich zum Ball wollen. Und ich habe den Ball und kann ein Tor machen, weil ich halt komplett ohne Bedrängnis da stehe, weil wir ohne Abseits spielen. Das ist total lustig. Aber gut, das klappt eigentlich relativ selten immer, weil halt entweder kommt der Ball halt nicht durch oder es gibt immer einen Faulen, der hinten mit drin steht oder wir spielen auch vor allem auf solchen, also ohne Witz, die Felder, auf denen wir spielen. Ich meine, ich weiß, wir sind keine... Ja, bitte, bitte, Feuerchimänenflügel. Nein, nein. Auf den Feldern, die wir spielen, natürlich sind wir ein bisschen weniger. Ich glaube, 8 Leute oder 8, 9 Leute in einem Team. Das ist natürlich relativ wenig. Da spielen wir zwar mit kleineren Feldern, aber das Problem ist bei den kleineren Feldern, wenn du nicht dribbeln kannst, kannst du den Ball nicht mal für 3 Meter halten. Das geht nicht. Wenn du nicht dribbeln kannst, du hast keine Chance, den Ball für 5 Meter zu halten, weil... Du bist da so ineinander gestaut mit den anderen, ja. Du stehst da mit 3 Mann in einem Quadratmeter. Weil das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Das ist unglaublich und auch unglaublich nervig. Und deswegen kommt es meistens auch gar nicht dazu, dass dieser Ball durchkommt, weil da schon... Ja, und das Spielfeld ist so klein, dass du halt... Egal, wo du stehst, immer ist einer bei dir. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn es klappt, dann ist es eigentlich immer ziemlich lustig. Schulsport halt, ne? Ist halt immer ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn du Badminton spielst und dann auch wirklich so ein kleines Turnier machst und dann auf einmal, ja, so Fehler reinkommen, wie zum Beispiel, dass du halt, was gibt es da für Beispiele? Da wird zum Beispiel mal so ein Auge zugedrückt, wenn du den Ball so 2-3 Mal spielst oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Och Mann, Feuerchimärenfeder, bitte. Oder Flügel? Feder? Flügel? Ich wollte gucken, was Signature auf Deutsch heißt, ne? Signature, so. Signature-Sprache erkennen ist ein bisschen blöd. Nee, dann suche ich das lieber selber aus, Englisch auf Deutsch. Ja, du darfst translaten. Nee, nicht die Unterschrift, ich weiß wohl, aber 29 weitere Beispiele. Wow, sogar die haben mir nicht. Ja, wow. Die Signatur. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Was ist denn die Definition zu die Signatur? Die? Oh, Todesstoß. Krass, Selina. Hast ja lange für gebraucht. Die Signatur ist doch ohne Unterschrift, oder nicht? Ist doch nur ein anderes Wort für eine Unterschrift, oder? Die
Ich google das jetzt mal. Signatur. So, meine Freunde. Jetzt wollen wir mal schauen, was die Signatur als Definition hergibt. Haben wir jetzt auch mal endlich die nächsten Feuerchemienflügel? Na, oh doch. Yes. Yes. Wir haben die drei. Nice. Signatur ist eine Unterschrift. Ja klar, habe ich ja gemeint. Vielleicht hat es auch noch eine andere Bedeutung. Hat es aber hier anscheinend nicht. Ja, wow. Also toll. Nee, ein Signature ist halt. Ja, ich kann es schwer erklären. Aber ich denke, ihr wisst auf jeden Fall schon, was ich mit Signature meine. Und wenn nicht, dann ja, Schande über euch. Dann finde ich es grausam, dass ihr noch lebt ohne Englischkenntnisse. So, wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Von wem haben wir die Mission überhaupt gekriegt? Wasserbar? Boah, ich glaube, das war Wasserbar, ne? Boah, ich guck mal Wasserbar. Ich erinnere mich an irgendjemanden, der in diesem Saal da drin stand und uns diese Mission, glaube ich, gegeben hat. Genau, in diesem Saal, wo die ganzen Kimono-Tänzer da unterwegs waren. Ich glaube, das war das Gebäude da oben. Ich meine mich daran zu erinnern. Ich glaube, das war hier oben, wo einer mich da dazu aufgetragen hat, weil er irgendwie verliebt in eines dieser Weiber da ist und ihr das schenken möchte oder so. Ja, er hier, oder? Oh, hallo! Und habt ihr mir ein paar Federn der Feuerchimäre mitgebracht? In der Tat, das haben wir. Hier, bitteschön. Das sind sie, wirklich hübsch. Jedenfalls hübsch genug, um meiner unvergleichbar schönen Belinda als Schmuck zu dienen. Wenn ich aus diesen einen Haarschmuck für sie anfertige, wird sie mir endlich Beachtung schenken. Hier, bitte nehmt dies als Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit an. Geil, ein Zauberrock, super. Mein Belinda-Schatz wird dir so dankbar sein. Warte, was? Mein Belinda-Schatz wird dir so dankbar sein. So gerührt, vielleicht wird sie mir sogar die Hand geben. Oh, haha, ich kann es noch kaum abwarten. Ich muss sofort mit der Arbeit für den Haarschmuck beginnen. Wie wunderbar, mit der Mission Federn für den Fan ging alles klar. Oh, das war ja. Also, die Mission, die ging ja in 22 Minuten. Easy, easy going, ja. Das war ja keine Mission für mich. Haben wir hier auch irgendein Achievement dafür gekriegt? Nein, nur zur Erinnerung. Du kannst sowohl mit der L als auch mit dem A-Knopf deine Entscheidung. Nein! Ist das so? Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Heute mal ein bisschen Real Talk, Alter. Er muss ja auch mal sein. Weil sonst heute nichts Spannenderes passiert ist. Halt nur eine Mission erfüllt, um so ein bisschen, ist eigentlich wie so ein Folgenfüller eigentlich nur, dass ich Missionen mache. Weil ich mich so ein bisschen vor dem Corvus-Kampf scheue. Aber wie dem auch sei, nächstes Mal werden wir dann vielleicht auch mal eine andere Mission machen. Ich muss da mal. Nein, nicht nein. So, Kampfarchiv. Was gibt's denn hier noch so Schönes bei uns in den Missionen dabei? Wenn du Corvus diesmal endlich besiegen kannst, ist doch wohl alles vorbei, nicht wahr? Ich glaube, länger ertrage ich das nicht. Ich glaube, ich auch nicht. So viel Stress. Herzschmerz, buntes Traumtuch. Das kann ich auch offscreen oder so machen. Ich guck mal, ob ich Wolfsgeheul dann mache. Müssen wir dann mal schauen. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Chin-Chin-Chark, Alter. Chin-Chin-Chark. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kostienkowski und bye-bye.